Herzlich willkommen beim Kunstengel. Für heute habe ich mir ein Bild ausgedacht, was es so eigentlich gar nicht gibt. Im Fantasy-Bereich. Schaut einmal, das möchte ich heute mit euch machen. Lasst einfach eurer Fantasie freien Lauf mit den Farben, mit allem. Viel Spaß! So, dann starten wir mal. Wir nehmen zuerst Weiß. Wir setzen einen Kreis, den man natürlich jetzt bei der Kamera nicht sieht. Aber ihr müsst mir einfach glauben, dass da weiße Kreide drauf ist. Dann ein helles Gelb. Dann ein etwas dunkleres Gelb. Dann ein leichtes Orange. Dann ein kräftigeres Orange. Dann ein Rot. Dann nehme ich ein Lila. Dann nehme ich ein Blau und male den Rest des Bildes blau. Jetzt säubere ich meine Finger, ganz wichtig, weil ich möchte zuerst in das Weiß reingehen. Ich halte mein Blatt fest. Gehen mit kreisenden Bewegungen in das Weiß, anschließend in das Gelb und in die anderen Farben. Wenn ihr den Schritt nochmal wiederholen wollt, denkt dran, Finger reinigen, trocknen und nochmal in der Mitte starten. Abklopfen. So, ich habe gerade die Unterlage ein wenig gereinigt und das Bild einmal mit Haarspray eingesprüht, weil ich ja jetzt meinen Felsen und meinen Baum drauf malen möchte. Thank you.
So, jetzt einmal den Felsen. Den male ich erstmal in Braun. Nehme dann ein Beige. Nehme dann meinen Wischer. Oder die Finger. Lege die Kreide auch bei den großen Flächen wieder flach hin. Alles, was fein ist, wird einmal mit dem Wischer bearbeitet. Alles andere mit den Fingern. Wenn ihr das Bild jetzt abklopft, achtet darauf, dass ihr das seitlich abklopft, da ihr sonst das ganze Dunkle, das Schwarze in eurem hellen Bereich, in eurem Lichtbereich habt. Jetzt setze ich hier ein paar Lichter rein. Jetzt nehme ich mir einen braunen Stift und ein Papier, damit ich das unten abdecke, und setze meinen Baum arbeite ich mit der braunen Kreide. Ich probiere gerade aus, was halt am besten ist. Ich glaube, ich nehme doch besser den Stift. Einen dunkleren.
So, jetzt gehe ich mit dem schwarzen Stift auf der linken Seite einmal entlang und verdunkel die Seite, die so ein bisschen im Schattenbereich liegt. Natürlich nicht überall. Die Wurzeln setze ich noch mal einmal mit Schwarz nach. Und klopfe das Bild wieder ab und gehe einmal mit dem Wischer nach, um zu gucken, ob es mir so reicht. Ich gehe jetzt noch mit einem ganz hellen Beige in die helleren Bereiche des Baumes. Aber auch nicht überall. Jetzt nehme ich verschiedene Grüntöne. Ich fange mit einem ganz dunklen Grün an. Und tupfe Blätter drauf. Einmal abklopfen und einen helleren Grünton nehmen und das Ganze wiederholen. Wichtig, nicht nur außerhalb der Äste, sondern auch auf die Äste selber ein paar Blätter setzen. Jetzt nehme ich noch einen helleren Ton. Ihr seht, dass ich nicht nur tupfe, sondern ein kleines bisschen so kleine Striche mache. Klopfe ich das einmal ab und nehme mir ein ganz helles Gelbgrün. Klopfe es nochmal ab. Jetzt möchte ich im
unteren Bereich hier vorne noch ein wenig Berge reinsetzen. Dazu nehme ich mein Papier und reiß mir ein paar Berge. Ich lege die so hin. Den oberen Bereich decke ich ab und arbeite, ich nehme mal das Schwarz, arbeite nur außen herum. Es soll hinterher aussehen, als wenn die im Nebel liegen. Deshalb male ich nicht direkt auf dem Papier und wische die vorsichtig runter. Einmal abklopfen. Jetzt kann ich die gleiche Schablone nochmal nehmen, um andere Berge reinzusetzen. Auch wieder oben drauf. Und zwar male ich jetzt die Berge, die vor den Bergen liegen, die ihr gerade gesehen habt. Die Schablone ein bisschen dreht, kriegt ihr mit einer derselben Schablone unterschiedliche Berge. So, ich denke mal, so wird es mir reichen. Jetzt setze ich noch ein paar Wolken rein. Und zwar setze ich die um die Bergkuppen herum. Am besten mit dem Wischer, den ihr natürlich vorher ein bisschen sauber macht. Ich sehe jetzt noch ein paar kleine Wolken im unteren Bereich dazu. So, ich denke mal, ich werde hier noch einmal leichte Schatten drunter setzen, hinter den Baum. Und dann unterschreibe ich mein Werk und werde es so lassen. Da mir das zu duster ist, die Unterschrift, setze ich einfach
weiß nochmal nach. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Malen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Ihr könnt euch einfach mal meine anderen Videos auch anschauen und mir folgen, vielleicht auch auf Instagram oder Facebook. Ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Alles Weitere steht in der Infobox. Tschüss!